Die diesjährige Sonderausstellung des Bleiburger Werner Berg Museums steht ganz im Zeichen des 75. Geburtstages von Kiki Kogelnick. Im Zentrum der Schau stehen ihre Werke aus den 60er und frühen 70er Jahren. Eine Gegenüberstellung mit ausgesuchten Arbeiten von Werner Berg bringt überraschende Parallelen zum Vorschein. Berg, der dann eigentlich sehr ins ländliche Milieu hineingegangen ist und Geschichten über Gesichter erzählt hat, während die Kogelnick sozusagen von hier in die große Fremde, in die weite Welt geht und eigentlich die Ästhetik der Großstadt inhaliert. Ja. Also wie das sozusagen auseinandergeht und trotzdem künstlerische Standpunkte sind, die sich jetzt gar nicht so weit irgendwie voneinander befinden, aber interessante Kontraste bilden. Es sind dieses Aufeinanderprallen von zwei durch Zeiten getrennte Künstler, die beide dasselbe wollten. Sie wollten durch Cutouts, durch Hangings auf der einen Seite und durch Holzschnitte auf der anderen Seite zerschneiden, herausnehmen. Werner Berg, das voll ausgemolene, die Gestalten im Vordergrund, bei der Kiki Kogelnick die einzelnen Körperteile im Rahmen dieser Ausstellung, die Hangings, die Cutouts. Also es seien doch sehr viel zwar Gegensätzliches, aber sie zeigen auch interessanterweise sehr viel Gleichheiten. Also das zeichnet, glaube ich, gerade diese Ausstellung besonders aus. Viele der Besucher haben einen persönlichen Bezug zur Künstlerin. So manch einer erinnert sich aber auch an die Privatperson Kiki Kogelnick. Da hat sie im Fuhrhaus daheim, in einem Gewölbefuhrhaus, Farbe aufgeschüttet auf die Wand. Ein Sakrileg für ihre Mutter, das war die Englischlehrerin bei uns in der Hauptschule. Dann hat die Englischlehrerin mich gefragt, Sie sind ja Maler, was machen wir denn da? Ich bin ja gelernter Maler. Nicht? Was machen wir da? Könnt man was machen? Sag ich, nein, das ist schön. Ein Wahnsinn, auch die Jugend spinnt. Wie ich dann eben dieses Museum als Verwalter des künstlerischen Nachlasses Werner Berg betreut habe, als Kurator, habe ich einige schöne Gespräche mit ihr da in Bleiburg führen können. Also ist eine Person, die, eine Künstlerin, die ich sehr, sehr schätze und die mir auch als Mensch in der besten Erinnerung ist. Wir haben in Bleiburg das im Jahr 1990 ein Musikfest veranstaltet mit der Kulturinitiative Bleiburg und da habe ich sie gebeten, ob sie nicht das Plakat machen können, was sie da einfällt. Und sie hat gesagt, selbstverständlich, ich mal ein Bild und der Gottfried Moritz hat dann das gemacht und dieses Plakat ist eines der schönsten Plakate überhaupt, das ich kenne. Aktiv gelebt. Nicht zuletzt deshalb gilt die Stadt als eine Kulturmetropole Kärntens. Die Ausstellung läuft noch bis zum 31. Oktober.